Alles im Griff, so das Fazit von Bürgermeister und Rettungskräften, die beim Chemieunfall Mitte August in Oestrich-Winkel im Einsatz waren. Die Situation war heikel, aber zu keiner Zeit außer Kontrolle. Ja, wir hatten wohl das schwierigste und größte Schadensereignis in unserer Stadt. Wir haben im Großen und Ganzen mit fast 600 Einsatzkräften hier gearbeitet und das hat im Großen und Ganzen ganz gut geklappt. Die Kameradschaft, die Zusammenarbeit war wunderbar. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich das Ganze nicht in den Griff bekommen. Es werden noch einzelne Probleme miteinander zu erörtern sein. Das ist immer so. Man muss ein Nachgespräch führen. Über die eine oder andere Kommunikationsschiene muss man neu nachdenken. Aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und darüber bin ich zufrieden. Die Verpuffung im Tank einer Schaumstofffabrik in Oestrich-Winkel hatte am 13. und 14. August Anwohner und Helfer in Atem gehalten. Ausgelöst wurde der Chemieunfall vermutlich durch Wasser, das in einen Behälter gelangt war und dort eine thermische Reaktion ausgelöst hat. Dadurch war ein atemwegreizendes Gas ausgetreten. Eine Evakuierung war am Abend des Unglückstages zunächst angekündigt, dann jedoch abgesagt worden. Dennoch war auch in dieser Nacht erneut Giftgas ausgetreten. 19 Menschen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. In der Region scheint das Gas keine Schäden hinterlassen zu haben. Wir haben Gemüse und Obst untersuchen lassen. Alle Untersuchungsergebnisse sind negativ. Wir warten in der nächsten Woche noch die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen ab. Und wir haben darüber hinaus für die Kräfte, die direkt im Einsatz waren und die Anwohner, die direkt in unmittelbarer Nähe waren, nochmal eine Untersuchung des Blutes über ein Labor veranlasst. Die Firma, in der der Unfall passiert ist, wollte die Pressekonferenz nicht nutzen, um sich den Fragen der Öffentlichkeit zu stellen. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden untersucht nun die Ursachen für den Chemieunfall.